Hallo, liebe Zuschauer, hier was zwischendurch, war gar nicht geplant, ich bin auch gerade mit meinem Handy hier am Filmen. Ich bin hier am The Roof in Samui. Ich muss zugeben, ich war noch nie hier, habe das von meinen Freunden gehört. Ich bin jetzt hier mit dem Günther, der so gut war und hat mir das denn hier gezeigt. Ihr könnt mal mitgehen. Könnt ihr schon erahnen, was ich euch zeigen möchte? Eine fantastische Aussicht. Also ich habe schon gesagt, der ist noch schöner als der Jungle Club. Den kennen ja die meisten. Man hat ja auch schöne Sitzplätze und für die ganz Mutigen, die können sich da in ein Netz setzen oder auf ein Netz. Und da unten ist Chang Weng neu. Chaweng in Verlängerung und da hinten ist der Flughafen Koh Phangan. Also die Essenspreise sind normal, muss ich sagen, mit so einer Aussicht. Und da habt ihr die Getränkekarte, da kann man nicht meckern. Schauen wir mal, ob der Florenz mutig ist. Da geht es also ziemlich tief runter. Da steht 200 Kilo hält das aus, aber vielleicht das Schild. Da hinten sind noch mehr Sitzplätze. Um die Ecke geht es rum nach Menam. Wie ihr selber sehen könnt, heute wieder eine fantastische Fernsicht. Das ist der Günther, der zeigt gerade mal, wie mutig er da einfach so drauf springt. Absolutes Vertrauen in die Technik. Ja, so sieht ein Rentnerleben aus auf Samui. Das kann man haben. Was habe ich heute noch gelesen? Die Geld haben, die wandern aus Deutschland. Die kein Geld haben, wandern in Deutschland ein. Wie man sehen kann, sind die ziemlich gut ausgestattet. Da hinten ist eine Bar. Hier sind noch mehr Sitzplätze. Und ich finde es super gemacht. Kurz Beitrag möchte ich mich von euch verabschieden. Ich konnte einfach das nicht sein lassen. Jetzt hier drüber mal ein kleines Video zu machen für euch. Vielleicht der eine oder andere, der schon mal auf Samui gewesen ist, der kennt das genauso wenig wie ich. Und ich mache auch oder habe ja auch am Anfang die Location gezeigt, damit ihr wisst, wo das ist. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.